Und die Schneesee-Klerifee lief auf ihren 65 Schneesee-Klerifee-Gehziehen von der Heckenhexe mit der Hackenhaxe in der Hocke vor der Hucke in den Wald zurück und freute sich ganz toll, dass das brennende Schneesee-Klerifee-Dreh-CW durch den hellgelben Schneesee-Klerifee-Dreh-CW-Tee aus dem Schneesee-Klerifee-Dreh-C weggehext war. Und sie lachte und klatschte in die Hände und freute sich und streichelte sacht mit ihrem 66. C, dem Dreh-C, das Schneesee-Klerifee im Schneesee-Klee am See voll Schnee. Liebe Büchertürmerinnen und Büchertürmer, wie ihr seht, lesen kann man einfach immer und überall, auch in so verrückten und ungewohnten Zeiten wie diesen, ist ein spannendes Buch ein wahres Geschenk. Wir möchten euch heute auf diesem Weg herzlich grüßen, weil wir in letzter Zeit ja so wenig voneinander gehört haben. Aber wir hoffen, dass ihr in der letzten Zeit ein paar schöne Bücher oder auch mal einen Comic gelesen habt, die wir dann auf dem Bücherturm stapeln können. Ja, und durch die Corona-bedingten Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern ist die Jakobikirche leider noch nicht vollständig erlesen. Aber wir hoffen sehr, dass wir im neuen Schuljahr zusammen mit euch weiterlesen können. Seid ihr dabei? Ja, das wäre wirklich super. Dann erhaltet ihr nach den Sommerferien eine offizielle Einladung zur nächsten Büchertürmerunde. Und an dieser Stelle wünschen wir euch schon wunderschöne Sommerferien. Erholt euch und lest weiterhin ganz fleißig viele Bücher. Auf bald, sagen Jule vom Literaturhaus Rostock, Katharina von der Stadtbibliothek Rostock und Andrea von der Uni Rostock. Bleibt gesund! Bleibt gesund! Bleibt gesund.